Happy Birthday to us! Wir begrüßen euch direkt schon in nostalgischer großer Runde zum Best-of-Schauen für das Best of Beans 2019. Hey! Genau, wir haben uns hier in größerer Runde auf die Couches und Sitzkissen gepflanzt und schauen gleich das Jahres-Best-of von Dominik, der das dieses Jahr. Dominik! Der sich sehr schön fein zusammengeschnitten hat. Und genau, ich würde sagen, wir halten uns nicht weiter auf und fangen direkt an, ein bisschen reinzuschauen. Okay. Und genau, wird dann wahrscheinlich ein lustiges Geschichten, Anekdoten erzählen. Oh. Hey. Hi, mein Name ist der TKD. Ich bin Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Best of Rocket Beans 2000. Ist die beste Kombination, das oder? Ist verdammt das gut synchronisiert. Dominik hat gesagt, du sollst irgendwas Lustiges machen. Mach doch mal was Lustiges. Nils, das kommt doch noch, das Lustige. Ja, da hast du recht. Guter Joke zum Einstieg, bitte. Okay, wie ist das Ganze entstanden? Hi. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hup, 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 hup. Hey. Ja, hallo. Hallo, also hier. Es gibt eine Leute, guten Morgen. Es gibt eine Menge zu besprechen, aber sicher nicht in diesem Cold Opener hier. Zusammen mit der Reisegruppe Hessen. Bin ich pünktlich? Ich bin pünktlich. Komm, lass uns anfangen. Hey, liebe Damen und Herren, Frau Schmidt. Geiser, Mr. Best of Beans. Klar, alles. Hallo, hallo, check, Mikrofon, check. Hört ihr mich? Ich bin Socko, ich führe heute. Wo ist der eigentlich? Er hat seinen eigenen Fuß. Aufgestanden. Willkommen aus Köln, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf der Gamescom. Danke, danke euch. Wir lieben euch. Danke, Köln. Wir lieben euch. Ihr seid das beste Publikum. Willkommen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der realisiert, dass wir gerade on air sind, Leute. Das war. Also, ja. Ja, hier, hier, Micky, super, Tommy, grüß dich. 10.000. Wie viel Kohle musst du haben, dass du sagst, ich kaufe mir für 10.000 Dollar. Den hab ich auch nie gesehen. 10.000 Dollar. Guck doch mal, da geht dem Simon der Kopf weg. Das kann doch keiner, die Leute schalten ein wegen dem Simon-Kopf. So, jetzt haben sie mich ganz ausgeschaltet. Da. Die Leute schalten ein wegen dem Simon Hals. Da, der Gott. Sind noch einige da? Es sind immer noch die Golden. Es sind immer noch die Golden Delicious. Das haben wir jetzt aber auch mal auf Kamera gehabt. Oh, Freunde. Wenn du das eine Angabe machst. Um die erstmal. Ja, erst um die. Ich bin die Oma. Hallo! Ja! Der Lars! Sie stürzen ja gerne mal. Ja, jeden Dienstag. Die Hüfte. Ne? Du, wie geht's Ihnen denn? Ja, gar nicht gut. Wieso, oder nicht? Gar nicht gut. Seit der Krieg vorbei ist, ja, geht's mir nicht gut. Aber gerade auch ohne Brille. Ja, was ist das? Da ist irgendwas. Was? So, ja, was? Krane. Wie das wann war das denn? Das war dieses letztes Jahr. Was? Aber guck, was? Fabian ist doch gerade eingestellt worden. Was ist denn da passiert? Guck dir Lars an, 10 Jahre jünger. Das, nein, das ist doch alt. Guck mal, wie der Krane aussieht. Das ist doch nicht mal volljährig. Krane ist unterschiedlich krasser. Das sind eher so 15. Fabian ist ein ganz anderer Mensch geworden. Krass. Wie abgefuckt der Lars jetzt aussieht. Ja, tatsächlich. Also ich hatte Haare, als ich hier angefangen habe und ich bin noch nicht so lange da. Runtergerannt. Einiges passiert. Die sind ja nur länger. Hey, ich sag mal, es war bestimmt so Januar 2019. Ja, wahrscheinlich. Vermutlich. Na. Ah, crazy. Wann hast, du hast doch neulich das ausgerechnet. Wann hast du dir die Haare abrasiert? Irgendwie so im Mai oder so letztes Jahr. Also war es doch schon. Und seitdem sind die so wenig nur gewachsen. Hasse Friseure. Kleiner Scherz. Denn? Ja, gar nicht gut. Wie geht's Ihnen? Wieso, oder nicht? Gar nicht gut. Also seit der Krieg vorbei ist, geht's mir nicht gut. Aber auch nicht mehr gut. Aber, also, auch nicht da mehr muss gut. Man immer sagen. Welche Flecken von Ede würdet ihr gerne nochmal sehen? An der Ecke. Welche Flecken der Erde würdet ihr gerne von Ede. Ist hier auf jeden Fall ein Gegner. Jetzt direkt mal sehen. Scheiße. Ja, da ist es doch! Ja!
immer gut, wenn jemand umkriegt. Dich das nach Hause geholt hat, Mann, ey. Überhaupt kein Problem. Sag mal, shit. Nein. Wie sagt man, wenn das hochkommt, ey? Ja. Oh nein. Oh, shit. Das ist halt so ein bisschen anders vom Verhalten her. Warte, so. Und das kann man nur gebührend feiern. Jesus! Mach noch Mama mal. Dann, ich geh. Mama ruft dann. Ja, Replay. What the fuck? Wir müssen auch eigentlich ein Trinkspiel anfangen, wie oft Sachen bei uns von den Wänden runterfallen, aber das muss. Ja. Ja, warte mal, das war das genauso. Ich hab mal überhaupt kein Problem. Zack, vorbeigezogen. Nein. Landest du also wirklich so? Ja. Krass. Das ist halt so ein bisschen anders vom Verhalten her. Warte, so. Und das kann man nur gebührend feiern. Jesus! Mama ruft an, ich gehe. Mama ruft an! Das ist nicht dein Ernst. Ja, Bianca, ich kann gerade nicht. Es ist nichts passiert. Mama, ich bin gerade in einer Sendung. Ich finde es aber passend, dass wir auf dem ganzen Sender die pünktlichste Sendung sind. Ja. Wir kommen jede Woche pünktlich. Wir sind die einzige Sendung, auf die man sich verlassen kann. Ja, absolut. So, ja? Obwohl nächste Woche fallen wir aus. Wieso läuft es da? Ah! Nein. Ah, ja! Springt auf ein Alle geht von euch? Der Kapitän übernimmt das die schrecklichsten 20 Sekunden meines Lebens, vermutlich. That's what she said. Kam ein bisschen spät, aber die schrecklichsten 20 Sekunden meines Lebens. Okay. Ach, das kam wirklich deutlich zu spät. Das ist doch kein Spanier, Mensch. Spanien hat es jetzt gerade, wie viel Grad in Barcelona? 40? Ach, nee. Vielleicht Pesos, ja. 20. Nein. Raten wir hier Temperaturen oder Pix oder was? Jetzt einmal kurz bitte schnick, schnack, schnuck. Schere, Stein, Papier. Lego-Mann! Ah, der hat genau die 4 aufgenommen, perfekt. Der könnte aber. Warum fährt der hier durch? Weil der kein Viereck hat! Und warum Alter, wie oft ich dem Spiel schon zugeguckt habe und immer noch nicht verstehe, wie es geht. Schade, dass auch niemand da ist, der es erklären kann. Es hat nicht mehr angehalten! Guck mal, die leuchtet auch nicht mehr. Die hat doch geleuchtet. Die ist ausgesteckt! Heavy. Oh, ich glaube, ich bin hier drauf. Florentin! Wir waren so gut! Sorry. Machen wir kurz Pause. Auch krass, wie das Handy jetzt im Laufe dieses Jahres sich auch noch verändert. Mm. Ne? Wenn das dieses Jahr noch gewesen ist, holy shit. Das ist echt. Das war ja heute in diesem Foren-Dings, den ihr euch angeguckt habt, im Foren-Thread auch schon zu sehen. Krass, was da alles an Arbeit auch reingesteckt worden ist. Ich weiß noch, als Lydia und Laura diese Dinger da gemalt haben, an der Wand und so. Finde ich jetzt aber schon auch noch ein bisschen schöner. Und das Fritz-Design da, das war mega. Das hat mir damals auch sehr gut gefallen, finde ich. Da kann man auf jeden Fall aufbauen auch noch. Ne? Aber so wie es jetzt ist, ist auch gut. Ja, ist wirklich interessant. Wir haben überall mal die Kamera hingehalten und haben den optimalen Winkel jetzt endlich gefunden. Die Stühle waren halt chillig, aber zu laidback für dieses Ding. Man musste dann doch immer nach vorne gehen. So konntest du ja eigentlich nicht zocken, so zurückgelehnt. Keine Arbeitssessel. Aber jetzt mal ganz kurz, Mini-Metro. Wie funktioniert denn das jetzt? What's genau? That all kann es mal, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie, weil das sieht. Ich raff du das kennst es doch bestimmt. Kann das irgendwie hier erklären, ganz im Ernst. In 3 Sätzen. Ich hab auch immer wieder sonst würde es kein Erfolg. Muss man da nicht einfach U-Bahn-Netze bauen? Stadtplanung und so. Und möglichst effizient versuchen, die U-Bahn so zu bauen, dass möglichst viele Leute an möglichst viele Knotenpunkte kommen oder so? Das nehme ich. Was ist denn Nils? Hat es jemand geguckt von uns? Ja, nee, das ist mit den Check-Sachen. Ich check einfach nicht, wie das. Es sind schon U-Bahn, aber wie man das spielt, weiß ich nicht. Ja. Einfach Bahnlinien bauen, sagt der Chat. Bauen. Ja, aber einfach ist es ja eben nicht. Irgendwie kannst du ja, die dürfen ja irgendwie nur doppelt und ach, ist ja auch scheiße. Weiter jetzt. Wir haben 2 Stunden. Die ist ausgesteckt. Das kennen wir schon. Haben wir es schon gesehen. Oh, ich glaube, ich bin hier drauf. Florentin! Wir waren so gut! Ah, oh. Sorry. Ja. Da könnt ihr auch eine Affengeräusche-Compilation aus Sekiro machen, theoretisch. Oh. Das hatte ich mal. Hey, ich bin Ben und ich stelle Ihnen eine Frage. Fehlt Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk? Dann kann ich Ihnen helfen. Ist der Typ aus Game of Thrones? Die Rocket Beans Beats 2019 CD. Mit den besten Hits aus verflixte Klicks. Folgenden Werk.
Ja, 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 folgende Band. Ja, 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 folgende Band. Ich sag die 13, 13, 13, 13, folgenden. Überraschend catchy. Der Glückspunkt in meiner Tasche geht in meine Tasche. Lars Paulsen ist eine Flasche. Hey Leute, wir sind wieder da. Es ist kein Traum, es ist wunderbar. Sie sind da. Wir sind in Paulsen, Lars und Florentin Bär. Alle sind da. Einfach talentierter Rapper, kann man ja sagen. Ja, ja, das ist. Klicks, die Klicks. Hashtag Fischgarte, Hashtag das Klicks, die Klicks. Hashtag. Da hat sich Lars gewundert, was hat ihn da gestochen? Es war ja keine Biene, es war Heroin. Nimm kein Heroin. Nimm kein Heroin, nimm kein Heroin. Apotheke, Bipotheke, Apotheke, 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 Apotheke
da sind die Leute, es ist halt immer noch hell genug. I like. Und dann kommt die aber an und jetzt nach all den Jahren. Die fangen an, sich zu bewegen, auf jeden Fall. Ja, hallo Helge. Wir sind noch 200 Meter weg von dem. Ach so. Na, aber hey, du hattest gesagt, Kerl, das ist hell genug. Aber super Gag kommt ins Best-of. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin live und direkt aus Los Angeles. Das war schön. Lass uns mal doch mal jetzt anfangen. Wir sind schon drauf. Na, vielen Dank für das 5-4-3-2-1. Hey, Guten Morgen. Sehr gut. Guten Morgen. Du auch hier? Ja, und du? Ich bin schon die ganze Zeit hier. Ich helfe hier aus. Hier haben wir noch Lisa von den M's. Brauchen wir noch 30 von den Design 4 und die C23. Da haben wir keine mehr in XL. Du weißt, die dicken Leute kommen alle morgen noch mal ein bisschen XL aufstocken. Ne? Und die XXL. Hast du gerade... Es tut mir leid. Das findet sich schon. Hallo, guten Tag. Morgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Mal vergleichen, ist die 8 mit dem ersten Glas schöner? Ach du Scheiße. Oder mit dem zweiten? Aha. Mit dem zweiten du sehe ich besser. Hast du dir eine Brille geholt, ne? Ja. Sieht aus, als wäre es Lego. Spät kommt's, ne? Aber die steht dem mega gut. Danke. Ja, komm, dann hit mal ab. Okay. Oh, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Wir haben hier eine schöne Selektion dabei. Erstmal oh, zwei Schoko-Kostbaus, Puddingplunder, zwei Franzbrötchen, oh, klassisch. Empfehlung von hinter der Kamera, ein Quark-Rosinenbrötchen und zwei Apfeltaschen. Oh Gott. Apfeltaschen, die sind riesig. Also das ist erstmal eine Menge, da sollte eigentlich jeder... Ich lasse das hier einfach mal ganz kurz stehen. So, pass auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Mal ein Schoko-Kostbaus. Was ist denn da passiert? Ich hab's im Garten abgestellt für 2 Minuten oder so. Das ist nicht euer fucking Ernst. Oh Gott. Ihr seid hoch verschuldet und dann irgendwann kommt Rockabits. Ja, ich will mal direkt anfangen und wir sehen hier, wem jetzt gepitcht wird. Okay. Alles klar, viel Spaß. Wow. Seid ihr sicher? Ich sehe mich rollen. Okay, komm, 40 Knoten, was ist das? Was ist das denn? Das klingt nicht so viel, aber... Das war schön. Mach mal kurz Pause. Willst du es nochmal machen, Eddie? Hm? Das? Ja. Ja, das war nicht so... Also, das hat Bock gemacht. Das war eher im Spaßbereich, aber... Nicht so, aber die haben auch nicht volle Kanne gemacht. Man kann schon relativ schnell erahnen, dass das krass ist. Also, es ist krass, aber es ist jetzt... Ich habe nicht so Probleme mit Geschwindigkeit, Probleme mit Kreis. Also, wenn sich im Kreis dreht oder so. Dann was würdest du nicht nochmal machen? Von den Sachen? Rocket Beans. Nein, aber es klang so, als gäbe es Sachen, die du auf definitiv nicht nochmal machen würdest. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles gemacht haben. Baggerfahren. Das war cool. Will doch jeder machen. Nö, das war, ja, Baggerfahren war super. Fahrradfahren. Kanu. Wasserski. Kanu macht mir generell nicht so viel Spaß, weil es einfach fucking anstrengend ist. Aber ansonsten. Dresine. Dresine war meine Erfahrung. Ja, ich meine, das ist einmal im Leben kann man das machen, aber dann echt, ist schon komisch, dass Leute da wirklich in diese Stadt fahren und da irgendwie ihre Firmenfeier an der Dresine machen. Das ist schon ein bisschen. Junggesellenabschied. Ja, auf der Dresine. Schnitt 10 Minuten alle so gelangweilt. Ich muss jetzt auch nach Hause. Aber was machen wir dieses Jahr? Junggesellen steht du sagst auf der Dresine. Dann also, worauf hast du denn Bock? Mit Florentin alles. Weißt du doch. Nee, keine Ahnung, was steht noch was? Spielst du auf was? Klettergarten wird. Ach so, ja. Steht ja schon lange an. Der Chat findet Minigolf richtig geil. Nee, ich würde Golf gerne mal. Golf haben wir eine schöne Runde. Oh, hattet ihr auch schon? Oh. Fliegen. Wie wär's damit? Fliegen? No. Ja. Nichts, wo man sterben kann. Ja, wenn Florentin nicht mit der Mattschaufel erwischt hätte, wär's auch tot. Ja. Stimmt, das war knapp, ja. Das stimmt, oh, oder? Panzerfahren. Aber wenigstens auf Kamera wär's gewesen. Also ja, dann wäre es auch ein Best-of. Das wäre cool, ja. Nee, sorry, ist nicht reingekommen. Musste mich dafür entscheiden, ja. Vor allem mega billig, instant auch begraben direkt. Weißt du, was sowas kostet? Stimmt. Begräbnis. Ist richtig teuer. Segway-Tour hattet ihr schon? Nee. Segway-Tour. Nee. Aber ist halt in Zeiten von E-Scooter halt echt, das wäre vor 2 Jahren der Hit gewesen, Simon. Aber mittlerweile... Ja. Vielleicht kommst du zurück. Aber ihr könnt ja auch Hoverboard. Aber Hoverboard ist zu gefährlich. Deswegen Segway hast du wenigstens noch so einen Haltegriff. Ich denk, ja, wenn jemand Bock hat auf Bungee-Jumping, würde ich ihn begleiten, also würde das kommentieren. Ich dachte, würde nicht sehr sterben kann, aber... Du willst Bungee-Jumping? Ja, Jörg? Bist du am Start, oder? Du hast Kinder, deswegen will er Bungee-Jumpen. Oh. Ja. Nein, aber das hat Spaß gemacht. Komm, mach mal weiter jetzt hier, komm. Bevor Ilias schimpft hier, so habe ich keine Ahnung. Guck dir Florentin an. Sieht aus wie ein Tennistrainer. Und Krogi vor allen Dingen.
wir gehen den Kindern hinterher zum Gemeindehaus. Ja. Ja, okay. Warte kurz. Ja. Als du rausgehen willst, kommt... Stimmt, du hast gerade eine Ladezeit, oder was? Meine Mutter mag keine Gewalt und keinen Sex, aber wenn es asiatische Gewalt ist, ist sie voll dabei. Ich weiß auch nicht, warum. Also in Serien meine ich Sex. Ne? Sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, das hatte ich... wo ist eigentlich meine Brille? Ach, die habe ich auf. Wo kommst du denn her? Ich habe mich aufgemacht, weil ich dachte, letztes Mal 250 Folgen und ihr habt das nicht gefeiert, also dachte ich mir, ihr müsst das auch mal ein bisschen feiern. Vielleicht besser. Und ist das Marzipan? Ist das Marzipan? Sollen wir gemeinsam ausblasen? Jetzt fummel doch nicht mit dem Finger. Oh, ich glaube, jetzt musst du den Haken nehmen. Oh, tritt den schön. Oh, der lange Haken von ganz weit weg zieht hier vorbei. Sehr, sehr schön gemacht. Das hat er gut gemacht, ohne Hilfe. So, hier ist das Schlafgemach von Simon und mir. Hast du extra noch Sachen ausgepackt? Da sieht man eindeutig, wer welchen Lebensstil pflegt. Ihr könnt jetzt mal raten. Das muss man an der Stelle wirklich einfach mal sagen. Simon ist vorher, wer wusste, dass wir das drehen, ins Zimmer gegangen, hat meine Sachen unordentlich gemacht und man wird es gleich sehen und seine Ecke aufgeräumt. Aber so viel habe ich bei dir nun auch nicht gemacht. Aber es war sogar noch ein bisschen, ich musste ein bisschen schlimmer machen. Ich fand, aber man sieht auch gleich noch, wie viel Mühe er sich gegeben hat, seine Ecke so mit so kleinen kreativen Ideen auszuschmücken. Und bei mir sieht es einfach nur aus. Lass mal weiterlaufen zu Simons Ecke, weil ich weiß gar nicht, ob die drauf ist. Das Sachen auf den Boden geworfen. Weiß auch nicht, wie jetzt darauf kommt. Du hast meine Sachen auf den Boden geworfen, das sind psychologische Probleme. Das sah hier falsch aus. Wow. Du hast die Sonnenbrille auf den Hund gelegt. Guck mal, das ist doch kein Zufall. Also, wir haben wieder ein komplett verwüstetes Zimmer, wie das bei jungen Eltern eben so aussieht. Das muss umgebaut werden zu einem Kinderzimmer. Was braucht ein gutes Kinderzimmer alles? Ein Mobile, ein Bett. Das ist doch das, was die Kinder dann anschauen können, wenn sie im Bett liegen. Wie Kinder machen das? Ach, und da sind dann so kleine Tierchen, die drehen sich dann und Monde und so. Ah, Kinder sind so dumm. Ja, absolut. Okay. Ich bin aber üben. Komm, ready, los, ready. Ey, ich will doch mal üben. Alter, die haben es doch alle gecheckt jetzt. Ich bin beim ersten Ding verreckt und konnte nicht mehr üben. Manche rollen auch langsam und dann bist du schon im Rhythmus. Bin schon wieder beim ersten Ding verreckt. Ja, das drückt. So, da ist der dritte. Simon, es ist ein dummes Hüpfspiel. Komm, jetzt mach doch bitte. Simon, bitte. Einmal noch. Nein. Also Gino hat gesagt, eigentlich ist Zucker für mich momentan ein absolutes No-Go. Du, heute aber heute ist wegen einem Tag geht's ja immer. Gino knows best. Ihr müsst jetzt Silvester, wir müssen was essen. Erstmal möchte ich kurz über das 14-Dollar Toast reden, das wir gerade gekauft haben. Compilation. I see. Kann essen noch einen Burger. Ich fahr direkt zu In-N-Out Burger. Wir haben einen ganzen Schuhkarton voll. Ey, das ist fucking L.A. gewesen, Leute. Jetzt hört mal auf, ey. Ganz ehrlich, was erwartet ihr denn? Gönn es deinem Arzt. Soll ich einen Salat essen in Los Angeles? Angeles oder was? Aber du warst auch Origins. Ja. Warst auch am Muscle Beach, muss man auch sagen. Ja, er hat auch mit Gino trainiert. Ich habe auch trainiert, aber es ist jetzt weiß ich's ja. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Naja, aber du hast es noch zusätzlich ertränkt. Das stimmt. In Fett. Ja. Das war das Ende von Paul wird fit. Ja. Budiman. Ja, bitte? Wo sind Sie denn überhaupt? Ich bin theoretisch noch da. Jetzt gerade habe ich keine Zeit. Zeit. Herr Budiman, ich schicke Sie gleich zum Kiel holen. Wenn Sie jetzt nicht hier anfangen, die Bretter. Ja, jetzt. Ich habe sehr viele Bretter geholt. Es sind nur noch. Jetzt mal ernsthaft. Es kann nicht sein, dass keine Bretter vorhanden sind. Ich habe alle fachgerecht verstaut. Weil da einfach kein Vogel sich raussetzt. Oh mein Gott. Wer hat denn hier diesen Steg gebaut? Ja, diesen Penissteg, ne? Da war ich auch genau. Sind Sie denn völlig bekloppt? Kein Wunder, dass wir keine Holzbretter mehr haben. Der hat meinen 8 Meter langen Steg gebaut nach hinten. Ich bin außer mir. So, tschüss. Sie gehören nicht mehr länger zu uns. Das würde ja hoffentlich eine Lehre sein. Ich baue mein eigenes Floß. Hier bin ich mein eigener Admiral. Können Sie mir noch einen Nägel rüberwerfen, bitte? So. Oh, das habt ihr ja toll gemacht. Alter. Wer drückt denn da immer eigentlich aufs Menü? Wollt ihr testen nochmal irgendwie, ob gleich, was anderes ist? Alter, wer auch immer das ist. Ich wollte nur gucken, was Kreis bedeutet. Alter, Kreis bedeutet Menü. Ich wollte auch einfach nur... Nachhaltig. Oh nein, ich weiß, was das ist. Was soll das sein? Oh, das ist peinlich. Aber nicht für mich. Das Spiel ist Pantomime. So lange, bis was? Jeder zweimal. Bis jeder zweimal dran war. Es geht einmal in die Richtung rum. Hä? Oder in die Richtung. Es rät immer einer und es erklärt immer einer.
Was? Also du fängst an, du fängst an. Ich fang an und der links von dir rät. Dann mach ich und du errätst, du machst. Also ich fang an und du errätst. Gut, ja, okay. Okay, Eddie. Na, Gregor denn da an? Wann geht die Zeit los? Ich hab nie gesehen bei Gregor. Nein, sehr gute Pause. Okay, ich wollte nur sagen, was hat Gregor da an? Ich habe das noch nie gesagt. Ich dachte, ich kenne all seine 5 Shirts, aber das ist neu. Ist das 6? Aber die Pose ist geil. Die Pose ist nice. Ratlos, warten, Bushaltestelle. Alphabet, kann ich lesen. Was? Fahrkartenautomat, Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, Kaffeebox, geht's um Kaffee. Heißes Wasser, Wasserkocher. Brille, Fernglas, Blindschleiche, Schlangenauge, Brillenschlange. OP, Blinddarmentfernung, Blinddarmentzündung. OP-Saal, Operationssaal. Was? Operationschirurg! Das erste Wort! Operationschirurg! Erzähl doch jetzt nicht hier, Operationschirurg, das erste Wort ist Operation. Oh, ja komm, das zählt doch, wenn das dein Dummer dabei ist. Ja, der hat was gesagt. Oh, Strumpfhose, Schneehose. War das ein Playlist oder was war das für eine Sendung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall schon gewesen. Ja, es sieht eigentlich nach einem ganz coolen Spiel aus, könnte man das sagen. Naja, es ist halt. Aber. Aber es ist halt Charade. Wow. Das ist was ganz Neues. Nicht nur, das ist doch voll gut auch zum Mitraten für die Zuschauer. Okay, du meinst es ernst? Ich will jetzt auch wissen, was es ist. Das schon so oft gemacht haben. Ich weiß aber nicht mehr in Rahmenbest. War das ein Show-Shuffle oder was? Ich weiß es nicht. Nee. Wirklich? Almost Play. Almost Play, ja. Das war einfach Charade. Ist letztes Jahr umbenannt. Erst Mitte des Jahres. Das ist noch nicht so. Gut, offensichtlich haben wir schon öfter Charade auf dem Sender gespielt. Ja. Das ist voll gut. Premiere für Lisa. Ja. Ist ja Charade. Ja, liebe Regie. Warte, bis du das Stift- und Flipchart-Spiel siehst. 4. Er kann das leider gut. Ich die mentale Leistung nicht nur los. Haus, Tannenbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsbaum, umfallender Weihnachtsbaum, Weihnachtspumpe, aufblasbarer Weihnachtsbaum. Plastikbaum, aufblasbarer Baum. Was ist das? Weihnachtsbaum, aufblasbarer Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaumhalter, Weihnachtsbaumständer. 6. Also, du brauchst mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Okay, Augen auf mich mitdenken. Okay. Nicht zu abstrakt denken, aber schon ein bisschen in die Ecke. Alles klar, was ist los? Ich fang einfach an. Oh, unmöglich. Okay, pass auf. Tennis. Schläger. Zweite Wort ist Schläger. Erste Wort ist Dreieck Schläger. Schläger Dreieck. Dreieck. Gut. Zeiger Schläger. Schläger Zeit. Schläger, Uhrschlag, Schlag, Schläg, Schläg, Schlag, Diagonale, Diagonalschläger. Diagonalschlag. Du warst fast da, Gregor! Ich weiß aber nicht wo. Schlag Viereck. Vier Schläger. Schläger. Komm schon! 4, 3, 2, 1. Gregor, bitte! 1. Quadratlatschen. Querschläger. Ah, okay. Man, er hatte Diagonalschläger, Freunde. Darf ich meine Teilnahme dieser Sendung noch zurückziehen? Darf ich auch wieder nach Hause gehen? Bist du besser im Machen als im Raten? Ich weiß es nicht. Okay. Auf die Plätze, fertig. Ey, wir müssen das auf jeden Fall mal spielen wieder. Oh Gott, wir gehen hier auf. Aufmachen. Simon und ich spielen mal Charade. Vogel, Phönix. Toiletten. Mein Gott, was ist das? Keine Geräusche. Schlaganfall. Den Begriff hören, kann man den nächsten Begriff machen? Ich habe keine Ahnung. Nein, das dürfte ich auch nicht. Das dürfte ich auch nicht. Kalt. Was also ist das? Kalt. Frieren. Gefrierbrand. Oh, Berg. Kalte. What? Eisgletscher. Was? Gletscher. Wenn es ein Schlaganfall ist, willst du zweimal. Weiß jemand? Berg. Gefriert. Also nur aus Neugier. Weiß jemand? Oder was ist das? Ich weiß, was es ist. Und macht Gregor das gut? Oder furchtbar. Ja. Also, ey, lass mal's absolut grauenhaft. Berg, Bergexplosion, erfriert auf jeden Fall. Krieg. Oh Gott. Eis. Was muss denn der Finde ich tatsächlich auch so. Was lange an Ötzi. Irgendwie Eisberg, Titanic. Das war die Titanic. Titanic! Das war die Titanic, Alter!
Vor allem, weil ich die ganze Zeit versuche, dass man denkt, man muss einen Krankenwagen rufen oder irgendwie was. Ja, am Anfang war ja noch so Berg, Eis und am Ende hast du es komplett verworfen, weil du gedacht hast, okay, das ist irgendein epileptischer Anfall oder so. Ja, aber warum macht er nicht den hier, oder? Ja, ja. Pass auf. Das wäre sehr, hat sich vielleicht am Buch orientiert. Hat er gemacht? Mhm. Okay, aber dann muss man da bleiben. Ja, nicht zwei so Narrative. Hat er das. Ah, nee, er hat ganz viele Sachen. Ja, ich wollte sagen, er hat alles gemacht. Er hatte die Eisdinger, er hatte Pinguine, auch wenn die vielleicht gar nicht stimmen. Er hatte das alles. Er hat das nur alles so ein bisschen breiig. Man denkt ja zuerst an die Pinguine bei Titanic. Die waren bis zum Ende auf dem Deck. Das Schiff, das gegen den Eisberg. Was ist das Schiff? Ja, aber. Ja, aber wie soll ich denn darstellen, wenn ich nur den Eisberg mache? Du brauchst ja erstmal den Eisberg, wo das Schiff reinkracht. Ja, aber du weißt, dass du nicht alles in dem gesamten Körper hast. Ah, okay. Kann das Schiff auch. Hätte ich, glaube ich, die Runde haben wir gewonnen. Das wird gar nichts mit den beiden. Das war auch gut. Ego-Shooter. Groß, groß, eins. Schießen? Erstes Wort. Ein Gebüsch. Scheibe? Pistole. Es ist eine Pistole. Wir wissen, wir haben 1970. Rambo? Eine Linie. Ein Titanic. Eine Gatling Gun. Das ist eine bestimmte Kanone. Wasserschlauch? Feuerwehrmann? Ja, Simon, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Feuerwehrmann? Ja! Okay. Oh. Lampe. Ja! Ich geb's auf. Was war's? Weißt du's? Ich hab den Jahrmarkt oder irgendwie so. Nee, es soll ein Feuerwehrmann sein. Ja! Wow. Das ist einfach so machen können. Das ist auf gut Deutsch. Ihr habt 5 Punkte, ihr beide jetzt. Ja. Und der Rest hat 0 bis 1. Ich sag Ausdrücke. Feuerwehrmann. Moderator. Haarfrisur, Haarlocken, Bart. Hallo! Seitenscheitel? Ich kann es nicht besser machen. Scheidelmann? Ich kann es nicht besser machen. Geheimratsecken. Sag mal, Gregor, sag mal, ob ich mal irgendwas Nettes vielleicht. Ja, guter Hörverlust. Etienne. Hm? Ja? Anders. Nils? Mann, ich kann es auch schlechter machen. Zeig mir mal den Begriff. Mach doch mal was. Ja, den zeige ich dir ganz einfach. Hier. Nein, stopp, komm mal. Du machst gar nichts. Zeig jetzt den Punkt, Mann. Ich erwarte es sowieso nicht. Gar nichts. Setz dich hin. Also, Etienne, Haare, Frisur, ja, Langhaarfrisur. Das weißt du nicht? Nee, keine Ahnung. Okay, das Spiel. Fitnesstrainer. Ede wird fit. Wampenman. Ja, pass auf. Hättest du das erraten? Hätte ich das erraten? Warte. Ah. Eduard Laser. Beleidige mich erstmal an. Zeigst auf mir mich. Mir wurde gesagt. Geheimratsecken, Plauze. Fettler. Mächtiger. Aber was? Mächtiger. Warze. Pickel. Ich gehe nicht davon aus, dass ich drauf komme, dass du irgendwelche Schiffel bist oder sowas. Oh mein Gott, ich bin ein Mensch. Auf die Plätze. So, Gregor, bitte. Fertig. Auch kein Scheiß, come on. Top okay, wir sind connected. Okay. Tu es. Rentner. Ist das wieder, also klappt es dieses eine Mal? Das weiß ich nicht mehr. Nein? Okay. Haben wir auch schon. Rentner, Spring, Monster, Hydra, Jurassic Park. Hydra, Medusa, auf was ist das denn? Frosch, Tier, ein Tier. Haare. Löwenmähne. Löwenschopf, Löwenmut. Küchenlöwen. Ja. Was? König der Löwen? Das war König der Löwen? Ich frage ja gerade. Was König der Löwen oder war das ein Vorschlag, der in die Runde geworfen wurde? Warte mal, ich mach's nochmal einen Tuck. Sind wir eigentlich in einem Related-Video? Löwenschopf, Löwenmut. König der Löwen. Ja. König der Löwen. Das gibt's ja nicht. Ja, aber dieses. Ja. Was ist das? Das ist ein Löwe. Ach, Rafiki! Aber wäre da nicht wieder das Einfachste? Also dieses Natürlich. Ja, der spielt den ganzen Film immer nach. Ja. Das ist so. Das ist halt die ineffizienteste Taktik. Ach so, bei Titanic war das am Anfang, wo sie sich kennenlernen. Ja. Hab ich auch erkannt. Ja. Ah, super. Dann die Pinguine. Geil, wenn er, aber das will ich nochmal sehen. Wir müssen und dann erst bis zur Pointe spielen muss. Sonst wäre ein normaler Mensch. So 89 Minuten, keine Ahnung. Ja. Ah, okay. Ah, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Sorry, ein Film habe ich gesehen. Erstes Wort lautet Becher, Becher, Tasse. Wein, Wein.
Weinfass, Weinregal, Weinständer, Wein, immer diese Form. Weinbaum, Weinbaum, Weinberg. Ja, 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 Hammer. Ja, 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 super. Ja, echte Männerfolge. Zwei, ja, zwei, zwei, ja. Zwei. Ja. Ja. Oh Gott. Ich sehe das nicht, das ist so ein Treibstoffstand, ein Treibstofftank. Gerichtsurteil. Zeuge kommt rein, Zeuge sagt aus. Zeuge flieht. Angeklagter. Oh Gott. Angeklagter rennt. Ist das Siegertreppchen gewesen oder irgendwas? Jetzt guck doch, komm. Das wäre mal spannend. Okay, Angeklagter rennt weg. Angeklagter eingesperrt. Gefängnis. Verurteilt. Mein Gott, sag doch einfach Hammer. Begriffe. Ich sag die ganze Zeit Dinge, Florentin. Ist es einfach nicht. Okay. Es ist einfach was anderes. Okay, alles klar. Dann. Aber in einem ähnlichen Setting. Okay. Mein Gott, halt. Hammer. Der Typ halt. Der Richter. Ist nein, der Richter, der Schöffe. Wer gibt's noch? Ich weiß nicht, die Zeit ist um. Er hat Staatsanwalt gesagt. Es ist Anwalt, keine Ahnung. Tut mir leid, kann ich nichts machen. Sorry, aber ey, wirklich, warum sagst du denn nicht Anwalt? Ich hab doch alles gesagt, Florentin. Nein, du hast gesagt, der Angeklagte rennt weg. Der Angeklagte kauft sich auf. Ja. Der Angeklagte fährt nach Peru. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr genug Begriffe, aber es ist, glaube ich, auch nicht nötig. Jetzt wird's cool. Ah, du Spacko, Alter! Ernsthaft? Dein Ernst? Dein fucking Ernst! Was ist das denn hier? Guck mal! Komm her! Sonnenfrisch, mega lecker! Aber kalt leider, nächstes Mal bitte warm halten! Vom Tisch und das finde ich aber mega mutig von dir, dass du das einfach machst. Hat das noch geschmeckt, als du das gegessen? Also war das noch okay? Das sind genau die Fragen. Das war übrigens Hähnchen und nicht Pommes, also es waren Hähnchenbröckchen. Und Chris wollte die wirklich noch essen. Ja, das ist richtig begeistert. Das sind die Storys, die man nur hier erfährt. Mein Name ist Dr. Tesserak. Keine Angst, darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich. Nicht wundern, ich habe noch drei Männer dabei. Würfel mal aufberuhigen. Wie weit? Aber 10 Meter muss man die halten. Mensch, was ist das denn? Das war ein Bug. Oh mein Gott. Ja, keiner will rausgehen. Und so spielten sie auch in 10 Jahren. Immer wieder versucht. Wie die alle drum rutschen. Das ging 10 Minuten lang. Das ging 10 Minuten, konnten nicht mehr, wir mussten das Spiel neu starten. Ja. Vor allem ist, man muss, für alle Leute, es gibt nicht viele, die Pro-Clubs nicht gucken, jeden Montagabend, das beste Format der Welt. Da geht es darum, es ist ein Meisterschaftsspiel und der Bug verhindert, dass das Spiel weitergeht. Das heißt, ein Team muss rausgehen und das Team verliert. Und kein Team wollte rausgehen. Das heißt, 22 Menschen irgendwo auf dieser Welt haben sich geweigert, das Spiel zu verlassen, aus purer Sturheit. Und jedes Mal wieder gehofft, dass er den Ball trifft. Jedes Mal, vielleicht klappt's ja jetzt und wir können alle weiterspielen. Aber nein. Nein. Schieß! Schieß! Ich alle schreien. Genau. Schieß! Du schaffst es! Du schaffst es! Geht doch mal! Ist so gut! Scheiße! Wasser, Auto. Okay, es ist ein Auto. Es ist ein Casual SUV. Streifen. Autostreifen? Streifenauto? Ein gestreiftes Auto! Ja, weiter! Ja, Panzer? Gestreiftes Auto. Okay. Was ist ein gestreiftes Auto? Ein Polizeiauto? Ein Abschleppwagen? Feuerwehr? Nein, ich freue mich, dass gleich das Ergebnis kommt. Was ist das? Bleib einfach dran. Ja, gestreiftes Auto. Ja, und jetzt? Florentin, okay. Es ist ein Wir bleiben hier heute, bis du es sagst. Okay, wirklich? Das ist ein gestreiftes Auto. Okay, und jetzt? Aber du hast das andere Wort schon gut gesagt. Okay, okay. Pistole, Feuerwehr, Polizei. Okay, Polizei. Polizeiauto. Polizei. Polizeistreife. Streifenwagen! So, okay. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Was wollen Sie werden? Hat mich das Kind gerade gefragt, was ich werden will? 120 will ich, aber das ist nicht so. Ich würde da nicht so viel ausgeben. Wir haben alles ausgegeben. Was? Typisch. Okay, oder? Ich kenne das. Es war. Warte, ich glaube. Ich glaube, ich. Arsenal bei dem. Okay. Ich bin ja ein Lord. Handelt es sich vielleicht um meinen Adelwald? Weil da kenne ich mich gut aus. Hier steht in Vince. Vince ist dein liebster Schatz. G.
Mir scheint, jemand hat den G-Punkt entdeckt. Entschuldigung. Man nimmt mit, was halt kein anderer sagt. Du wartest kurz, macht's jemand? Okay, gut, ich nehm's. Ich bin nicht, fühl mich nicht zu schade dafür. Das ist sehr gut geschnitten. Ey, jetzt raste ich aber gleich aus. Ich saß eben bei euch oben und wollte meine Aktionskarte spielen. Da habt ihr es mir nicht erlaubt. Was wollt ihr denn für eine Karte ausspielen? Dennis, was? Dennis. Hier, klau eine Karte. Ja, aber ihr könnt die Karte ja nicht klauen, bevor die überhaupt freigespielt wurde. Wieso? Wir wollten ja direkt... Nee, doch. Spiel die doch einfach mal. Komm, wir klauen jetzt einen. Wir klauen jetzt einen. Die haben ich darf doch nochmal... Die Tieren darf empört sein und ich nicht. Nein, aber du darfst auch empört sein. Jeder darf gleich empört sein, Trant. Ich bin sehr erstaunt, dass du nicht empört bist. Ich will jetzt eine Karte haben. Ich auch. Ja, gib uns eine Karte hier. Wir tauschen eine Karte. Das nennt sich glücklicher Tausch. Was trifft jetzt nicht genau zu, aber gucken wir mal. Teams müssen eine zufällige Aktionskarte tauschen. Ich bin sehr gespannt. Ach, tauschen? Tauschen. Wir müssen sagen, wir kriegen die geklaut. Ja. Nein. Ich höre eh nur Crap-Karten. Das ist so ein Tausch gar nicht so schlecht. Na, also wir haben natürlich Fairness, ist uns wichtig. Sehr deswegen wichtig. Haben beide den gleichen Starter-Kit bekommen. Das heißt, es sind jetzt die drei gleichen Karten sozusagen im Topf und dieser Austausch hätte man sich denken können. Wir könnten aber vielleicht auch nochmal die Tauschkarte sich ertauschen. Ja, dann hätten sie zwei Tauschkarten. Und dann könnten sie die miteinander tauschen. Ja. Das werden interessante 24 Stunden, wenn das so weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. But it's totally die fehlt mir schon die Hive. Ich glaube, wir gleich rausgekommen. Das war der Eröffnungsstream, oder? Mit denen würde ich mich anlegen auf der Game. Und die Lautsprecher von unserer Bühne waren alle offen. Das heißt, der Security-Typ hat alles gehört. Oh Gott. Gab es ein Nachspiel? Also nicht das Format, sondern... Valentin, komm rein. War das derselbe Security-Typ vom letzten Mal? Deswegen war der so... Genau. Ja. Nein, glaub nicht. Lehn dich an. Der war auf der Suche. Ja. Hallo. Hallo. Irgendwann killen die uns. Krass, gerade Fabian, der sonst immer so super Pro ist. Das war ihm auch unangenehm, hat man gemerkt. Danach hat Fabian ja auch gekündigt. Ja. Wurde zum Sicherheitsrisiko. Ja. Liefert ihn aus oder wir machen euch alle platt. Ja, okay, hier. Schieb. Ich hab vergessen, dass ihr auf Lautsprecher sind. Fabian, merkst du gerade, wie laut du bist? Ja, jetzt merkst du es, ne? Ja, wir werden auf jeden Fall verkloppt nachher. Oh, Guardian, the Backstreet Boys. Okay, the Backstreet. Oh je. Okay, der T-Rex kommt bei dir an. Und frisst dich. Ja. Du bist tot. Okay. Tut mir leid. Du bist tot. Ja. Es wird schwarz. Okay. Eddie, steh bitte auf. What? Du bist raus. Bist du, war das der erste Pen and Paper Tod? Das war der erste Pen and Paper Tod. Also, naja, da mitten im Spiel schon. Okay. Ja, also bin auch gestorben, aber ja. Nein, aber nicht unwiederkehrlich, ohne zurückzukommen. Ja, klar. War letzte Folge Animal Squad. Ja, ja, aber... Ach, ja, da einige Finale, ja. Und welches ist das? Mortal Manor? Nee. Ich war aber auf jeden Fall danach. Dinosaurier. Ach, nee, Tierprojekt war das. Project Pilots. Ja, genau. Ja. Project Pilots. Ja. Ah. Genau. Ja, ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass das hundertprozentig richtig da ablief. Aber ich respektiere das total, wenn man dumm spielt und bestrafe, finde ich es eigentlich eher gut, weil es die Spannung erhöht. Aber in dem speziellen Fall, glaube ich, hat Hauke nicht genau verstanden, was ich machen will, weil ich Jurassic Park nachspielen wollte. Und in Jurassic Park steigt er aus dem Auto und lenkt den T-Rex ab, damit die anderen entkommen können. Und wir haben Jurassic Park nachgespielt. Ah. Ich wollte diese Szene nachspielen. Und er hat einfach gesagt, ja, du lenkst den halt nicht ab, sondern er frisst dich halt. Und das war halt so ein bisschen, war plötzlich eine ungewohnte Konsequenz, möchte ich mal sagen. Die ja okay ist, aber beim Fußball würde man sagen, der Schiri folgt nicht einer Linie. Aber vielleicht ist Hollywood auch nicht immer realistisch, Eddie. Ja, gut. Aber offensichtlich Pen and Paper schon. Ja. Naja. Ja, okay. Viel Glück. Herzlich willkommen zu Beast vs. Super Mario Maker. Dumm zu früh! Ah! Wieso habe ich hier ein Telefon? Ach, das ist die Klimaanlagensteuerung, oder ist das beides?
Soll ich einfach mal das Mathe-Abi machen? Soll ich es einfach jetzt hier mal kurz machen? 5 Minuten? Ich habe nämlich auch bayerisches Mathe-Abi geschrieben. Damals, vor 16 Jahren. Von daher sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Pass auf. Du brauchst nicht schreien, Tom, beruhig dich. Sei doch alle mal leise, bitte. Tom, wie heißt du nochmal? Was ist denn jetzt hier los? Jordan McCann. Wie heißt du nochmal? Mach doch irgendjemand mal, Tom! Ich kann das nicht. Du brauchst nicht mehr schreien, Tom! Ich weiß doch nicht, was hier los ist. Wir laufen da immer da, wir sind doch gar nicht, kann das mal nicht machen. Ihr seid alle so laut. Es war wirklich ganz, ganz knapp. Am Ende hat ein Korb gefehlt. Ja, Mensch, woran lag's? An dem einen Korb. Der gefehlt. Ja, dann ist einfach zu langsam reingekommen, ey. Ich meine, wir waren geil, aber zu spät. Klingt wie mein Wochenende. Ja. Aber die hat eine gewisse Spannung halt. Die ist nicht sterbenslangweilig. Ich bin kein Fan von. Ist das die Gammel-Mayonnaise? Kann auch sein, dass sie schon ein paar Monate abgelaufen ist. Die ist aber noch gut. Glaubt mir, die ist noch gut. Alter, das ist nicht euer... Hatte das gesundheitliche Konsequenzen? Der offensichtlich. Mit dem habe ich eine Fettleber. Da kommt's her. Berufsunfall oder so. Ja, ich ohne Scheiß verklag die Scheißfirma hier. Sehr ernst. Ich kotze gleich. Wie ist das? Hier. Das Verfallsdatum. Alter, ich kotze. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Alter. Und nicht das. 2018 stand da, Alter. Es fehlt ein Robben. Ribéry ist das auch nicht großartig. In der Megaform gerade. Das war so mega geil. Nabel. Das war 1. April, ne? Ja. Oder? Diese Sonder. Also, er hatte für alle, die es nicht gesehen haben, er hatte Tobi Escher auf dem Ohr. Und wir hatten ihn dort hingesetzt. Er sollte quasi kommentarlos Tobi Escher ersetzen. Jeder weiß, Florentin hat null Ahnung von Fußball. Aber sollte da super kompetent sitzen und super schlaue Sachen sagen, die Tobi Escher ihm aufs Ohr sagt. Und da er aber so wenig Ahnung hat, dass er teilweise die Namen der Spieler nicht mal kennt, hat er einfach einen falschen Namen verstanden. Und aber sehr, sehr selbstbewusst einfach weitergegeben. Und alle am Tisch wussten natürlich, es ist völliger Quatsch. Ja. Ich habe wirklich selten so viel gelacht bei Rocket Music. Das war wirklich auch sehr, saß da bei Lisa oder so, habe noch ein bisschen in der Regie reingeguckt und ich habe so gelacht. Hammer. Nabel vielleicht noch. Aber mehr auch nicht. Ja, man kennt ihn auf jeden Fall. Vor allem hattet Nabel, ihr ja Gäste. Ihr hattet ja sogar Gäste. Ne? Ja. Wussten die das vorher? Also waren die Gäste eingeweiht? Die waren, glaube ich, nicht eingeweiht. Die haben sich nur gedacht, was labert der da, oder? Nils, du warst da. Ich weiß nicht. Ja, ich, das war unfassbar lustig. Das war wirklich einfach unglaublich lustig. Tobi war in der Regie, aber ich weiß gar nicht, du warst nicht da. Ich weiß gar nicht, das war irgendein Gag, war das der 1. April oder so? Ich weiß es nicht. 1. April, ja. Ja. Seltener Moment auf Nils Breaking Character. Ja, das, da war, das war zu lustig. Es ging einfach nicht mehr. Es war wirklich zu lustig. Sag mir ein bisschen mehr über Nabel. Keine Nabel. Gott, oh Gott. Ja, jetzt ist mir das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu hell. Ich brauche jetzt gar keine Fackeln mehr. Ich sehe ja alles. Oh, aber ihr nicht. Oh, was war das denn? Ah! Ich will da jetzt ungern runterspringen. Also ich meine, wenn da Monster unten sind, dann bin ich im Arsch. Das ist für mich, habe ich das Gefühl, ist sicherer, dass... Ah! Wow! Shit! Wir gehen jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir hier reinkommen. Ja, natürlich. Na, gehen wir gehen den langen Weg. Hier ist ein Klo. Das ist toll. Da kacken wir dann immer. Da muss ich immer noch so drüber nachdenken. Über die Cameos würde ich jetzt nicht gerne... Ich finde es immer noch lustig. Ich finde das auch wahnsinnig lustig. Auch einmal. Das einzelne Mal, wenn ich das sehe, muss ich da sehr drüber lachen. Die sind sehr überraschend. Aber ich muss sagen, mir gefallen teilweise die Nebencharaktere, die genau richtig lange auch kommen, sind mega lustig, dann sind sie auch weg. Die haben mir am besten gefallen. Original hier, Deadpool, Ryan Reynolds. Ist jetzt, ach, da darf man nicht drüber reden, ne, meinst du? Das ist jetzt der eine, den ich nicht... Kann man den nicht weg? Komm, ich mach nochmal einen Piep dafür. Noch sagen. Wie viel G macht die Bahn wohl? Was glaubst du? Wenn ich mein Handy mitnehme, auf jeden Fall 4. 4 G? Oh. Vielleicht war der Prophet gar kein Profi. Heute im Angebot T. T. Was ist der Buchstabe? Oh, also Leute, ich glaube, die waren mal.
der alle in den ins Himmel Nirvana gegangen. Oh. Ah. Und wie sind sie dort hingekommen? Auf Buddha geritten. Sie sind auf Buddha geritten. Hm? Geht auch Margarine? Ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier keinen Photoshop-Monitor. Fact-Check. Schrecklich. Bin ich jetzt zu sehen? Ich weiß es leider nicht. Ja, du bist zu sehen. Ich habe hier leider keinen Photoshop-Monitor. Deswegen. Wir sehen dich. Okay. Ich habe zwar jetzt einen Photoshop-Monitor, aber der ist nicht an. Aber wenn jemand schippt, wird dann die Karte aufgedeckt? Ja. Ja. Ja, wenn die Karte, ja, wenn jemand schippt. Gruselige Szenen innerhalb von einer Minute. Ich bin so gespannt. Ey, also wirklich, das war Dummheit mit Ansage. Ich hol mal einen Lappen. Ja, hol mal einen Lappen. Das mag der Papa Daniel gar nicht. Ja, aber nenn mir einen, der das mag. Ist dir noch nie passiert, ne? Nee, ich hab noch nie einen Ball absichtlich auf volle Gläser geschmissen. Auf volle Gläser. So, jetzt weiter. Was ist hier los? Was? Schröck? Ist das Schröckert? Was? Das ist Papa Schröckert. Alter. Papa Schröckert mag das gar nicht, wenn man Quatsch macht. Wie oft hast du ihn schon in dieser der Blick, Mut erwischt? Ah, schon ein erlebt? Paar Mal. Ja? Dieser, ja. Krass. Guck mal. Der ist enttäuscht. Ja. Fast menschliche Züge von Daniel Schröckert. Eddie hatte die Idee gehabt, dass die Zuschauer doch gerne eine Minute an Grusel. Das war nämlich toll von mir. Ja. Im Dunkeln kann man nur schlechter sehen. Wir sollten los. Oh geil, Sound ruhig noch ein bisschen lauter. Ich finde das Sound echt gut. Das ist übrigens der Sperber, hört ihr? Ah, ist auch Nacht. Der Sperber ist ein Nachtjäger. Das ist der Dorsch. Also, und das da? Eine Antilope. Falls du da Schneeäule. Also ihr hört plötzlich. Hat doch geklappt. Das war der Habicht. Ja, warte, ich komm gleich wieder. Bringt alles nichts. Das würde ich gerne mal spielen. Ah, guck mal. Ah, du bist auch weg. Tschüss. Fick dich. Ah ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. Halt dein Maul. Bin ich? Ist hier einer? Ist hier einer? Jawohl, hier bin ich. Nein! Sorry, mein Name. Oh, sorry. Was ist mit dem Truck los? Bosse! Hey! Wow! Ah, guck mal, was für ein Unweg ich war. Ich bin irgendwo falsch abgewogen. Oh, upsala. Ui, tut mir leid. Den gucke ich mir mal ganz genau an, den Busfahrer. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und jetzt kommt kein Unfall verursacht, oder was? Oh. Ah, guck mal, das ist schön jetzt auch mit dem Sonnenaufgang. Wo kommt er her? Wo geht die Sonne auf? Ja, oh, hinter aufpassen. Nicht dran stoßen. Ja. Oh, ja. Tschüss! Au! Scheiße! Nein! Da! Mach's jetzt nicht! Da! Wo bin ich? In welchem Land? Warum? Ich bin nur in Hamburg! Ah! Nein! Du bist dran. Oleg, du kommst in den Raum, in dem drei Kinder sitzen, die alle so gucken. Sehr gut. Ihr könnt bereits Russisch. Wie ist dein Name? Dimitri. Wirklich? Ich hab gelogen. Weil das Russisch ist? Du bist schlaue Kind, Dimitri. Wie ist dein Name? Das Kind fängt an zu zittern. Ist ein kleiner Junge. Olga? Ist das eine Frage oder ein Name? Olga! Gut. Ich bringe euch heute Russisch bei. Es würfel mal auf Russisch. Kannst du Russisch? Das habe ich nämlich schon befürchtet, dass du überhaupt kein Russisch kannst. Gut, lüg Russisch. Nun zählen wir auf Russisch als erstes. Znash, was? Znash. Banzisch. Na jetzt. Ich muss gerade vorne zurück, weil mir da Tränen in den Augen fallen. Ah. Okay. Gut nicht. Дарнишь, назнишь, губишь, пробрачь.
Okay, Snaggerusch. So, jetzt wieder ohne. Waren das noch 10 Zahlen? Snatch. Richtig. Ja, Blicke. Ja, richtig. Snatch. Richtig. Liebling. Das ist korrekt. Okay, du hast ganz reich, ich hab gemerkt, du kannst. So. Ich nehme an, ihr habt alle gut aufgepasst, könnt alle bis 10 zählen. Mehr braucht ihr nicht wissen, das reicht, um ein bisschen Russisch zu sprechen. Lass mich jetzt in Ruhe, macht eure Hausaufgaben. Ich hatte Snatch-Sachen richtig. Deshalb kriegst du auch die Note Snatch. Eine glatte Snatch. Jetzt könnt ihr in Frieden euch bekämpfen. Guck mal, wie gut du das machst. Oh nein. Aber er stößt, er schubst auch noch, obwohl wir juckt. Nein! Oh, das ist so gut. Was? Das ist doch nicht der Wert! Nein, nein! Das ist immer sehr sauber. Ja, halt, stopp. Ging das danach noch weiter? Oder hat sie nee, Simon, komm mal. Wir haben von vorne angefangen halt. Also, man muss, wenn man das Spiel nicht kennt, ne? Das war Genichiro. Wir haben wirklich gefühlt 3 Tage gegen den gekämpft. Und das da ist kurz vorm Ende. Also, ist, wir waren in dieser Phase, wir waren noch nie so weit. Und Simon hatte ihn fast platt. Und in dem Moment geht das fucking Pad aus und es ist nicht gescriptet oder irgendwas. Das ist völlig lächerlich einfach nur. Bis zum heutigen Tage ist es einfach nur lächerlich. Ja. Niemand würde sich die Arbeit machen, sowas zu skripten. Nee, echt nicht. Das Schöne ist aber, vorher wurde schon eingeblendet, da Akku bald alle, aber ihr habt trotzdem nichts gemacht. Nein, wir haben das nicht gar nicht mitgekriegt. Haben es nicht mitgekriegt, ich weiß nicht, oder haben wir versucht reinzustecken und das wieder rausgerutscht? Ich weiß, ja. Ich weiß ja, es auch nicht mehr. Ja. Da war eine Vorlage. Aber das hat ja wirklich so perfekt, auch gerade gegen, ach, da kannst du nicht alles, die Energie muss weg. Da wird doch mal ein Stuhl umgeworfen. Riot. Das ist doch nicht der Wert! Nein, nein! Das ist immer sehr sauber, muss man schon sagen. So ganz genau ist ja jetzt. Ist egal, oder? Ja, aber wir machen das ja für euch, ne? Nee, ich will das schon. Ich will einmal das Gefühl haben, dass du was richtig machst. Wir sterben, aber wir bleiben gefasst. Und wir lassen nicht aus. Nein! Nein! Doch nicht! Kannst nicht jetzt schon! Und dann auch noch. Ich bin zurück. Fuck! Ich war gut. Nicht jetzt, Simon. Nicht jetzt! What the fuck? Nicht jetzt! Ist es Simon? Ist nicht Simon jetzt? Ist das Simon? Du Arschloch! Meine Arbeit ist getan. Der ist auch das Spiel, was wir heute jetzt ausprobieren. Kommt drauf an. Zwischen Sie. Komm. Nein! Jetzt zählt es. Oh nein! Boah. Ja, du bist immer hinten. Muss Wut verhindern. Ja, das ist das Schlimme. Bei Simon gibt es immer Wutboxen. Ja, wir müssen jetzt so lange spielen, bis ich auch mal Erster bin. Du Scheißmensch! Scheiße, immer die blöde Nacht. Das war richtig schlecht. Ey, das ist doch... Ich denke die ganze Zeit. Ach, ich bin nicht gelb! Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass das so zeitverzögert ist, dieses nach vorne und dann das nach hinten. Dass du da... Oh, komm, ja! Ey! Egal, ich schaff's noch ins Ziel. Nein! Falle! Das ist aber unfair zusammengeschnitten. Wie lange dauert das, so eine Kartoffel zu grillen? Ganz ehrlich, das will ich nicht auf dem Grill sehen. In Musik, es kommt so ein Marktflair auf und ein kleiner, dicklicher Mann, der sofort auf euch zugelaufen kommt. Das ist Flair. Marktflair. Das ist Marktflair. Shame on... Ey, das ist so eine Scheiße hier mit dem Mist. Die kackigen. Weg! Nur noch weg!
Das stößt mir ja ziemlich übel auf. Also lieber Herr von Best of Beans, ich gucke ja ganz gern dein Content und so. Es kann ja wohl nicht sein, dass kein Hannes da stattfindet. Es gibt Typ Best of was weiß ich und Best of den und Best of den. Da müssen auch mindestens 9-10 Minuten von mir da drin sein, ja? Chapeau, 2-0 für dich, du Dummer. Wie viele Pressemuster gehen denn so raus bei so einem AAA-Titel? Ja, schon vierstellig. 10.000? Nee, vierstellig. Jetzt zappen wir das ab, lass uns möglichst schnell machen, damit wir noch Zeit vom Tag haben und das auch gut wirkt. Der Blick. Amazing, I can't believe it. Letzte Frage. Frage Nummer 30. Greta sagt, in 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wie alt ist Greta? Und vor allen Dingen, wer traut sich zu, das einmal hier vorzurechnen? Ja, also ich habe dann einfach gedacht, wie alt ist so ein Kind? Dann bin ich so... Wow. Ihm heraus. Ein anderes. Das war aber auch ein schwieriges Was Wort. Was ist denn ein Besteckkasten? Besteckkasten. Ja. Lars ist immer noch da. Und bleib dran, guck mal. Lass ihn mal dran. Ja. Die Aale sind bis auf weiteres so. Ey, jetzt mal hands down, Lars. Oh, come on. Ja. Hast du wirklich nicht mitgekriegt, dass es vorbei war? Nee. Wie soll ich das mitbekommen? Also man hat sich natürlich schon so gefragt, wie lange dauert das? Aber man weiß ja nicht, ob vorher irgendwie der Moderator, noch irgendwie geredet hat oder so. Ja, eine halbe Stunde. Man will nicht der sein, der aufmacht und sofort angeschissen wird. Ja. Und deswegen wartet man ab. Ja. Gab es ein paar Mal Momente, wo wir Leute da vergessen haben. Manche stehen immer noch da. Ja. Sofort zurückzugehen. Nein, aber ein... Wo sind die alle? Die sind alle unter meinem Bett. Der Pre-Show. Eine Sendung wird besser, je länger der Titel ist, um zu definieren, was es eigentlich ist. Das war ein krasser Schnitt. Zack. Oh. Ah. Hallo Simon, wie geht es so? Mir geht es... Furchtbar geht's mir. Es ist nicht wirklich beängstigend, wenn man mal von den Jumpscares, die ja immer... Ja, ne, danke. Gerade über dich geredet, ne, da konntest du nicht umhin. Kurz auch nochmal Hallo. Ah, du hast mich jetzt wirklich erschreckt. Nein! Nein! Nein, nicht wieder durch die Tür. Ausrufezeichen Vote. Wer am längsten ruhig sein kann. Bei 11:30. Pass auf, jetzt kommt der Klo. Wir spielen jetzt eine Runde Versus. Und wer zuerst redet oder irgendwie ein Geräusch von sich gibt, verliert. Ja. 10 Sekunden, 10. Pupsen da. 9, 3, 2, 1. Silenzio. Das müssen wir eigentlich mal machen als Showformat irgendwie. Einfach nur Fresse halten oder so. Und dann nur solche Spiele spielen. Ja. Und wirklich, dass du auch raus bist aus der Sendung. Für immer, sobald du einmal laut bist. Oder irgendwas. Gefeuert. Vertragsauflösung. Auch direkt ein guter Showshuffle-Titel. Wer das Maul aufmacht, wird gefeuert. Gehört, aber er hat massiv gefurzt in dem Moment. Er ist dann, und das war wirklich ein richtig knalliger Furz. Man hat es leider nicht gehört. Man müsste das mal gucken, ob es in diesem, wenn man sich die Tonspur anguckt, ob es so ein ganz, ganz kleines findet.
Auf irgendeinem Rechner, der die hören mussten am Screen. Don't for that shit. Haben wir nichts gewonnen? Ich hab gewonnen. Hallo. Scheiße, ey, echt. Hey, Fugger, komm auf. Scheiße. So dumm, ey. Der stinkt halt auch einfach widerlich. Da soll man ja sagen, wir sind unser Geld nicht wert. Das will mir nichts sagen. Ey, ihr mit eurem, ihr mit eurem verfickten Teller klaut. Ey, ganz im Ernst, ich spiele nie wieder mit euch dieses Spiel, wenn, bevor du nicht garantierst, es nie wieder zu machen. Ich hab euch eine Pfanne geklaut. Das ist einfach so unfassbar scheiße. Ich hab euch die Pfanne geklaut. Ich will, dass wir Schluss machen. Ich könnte Ihnen die 4 Minuten nicht mehr, die wir jetzt noch haben. Ich könnte mir einfach früher Schluss machen. Ja. Ey, wie das. Widerlich, ey. Heute, man merkt richtig die alten Beef-Emotionen. Oh, ich hab immer noch in den Schlummern. Du hättest dich nochmal zu denen umgedreht und hättest die angepupst. Mehr, also wirklich ganz klar in diese Richtung gepupst. Das wäre noch viel lustiger gewesen. Ein Community-Team hat für euch, oder euer Community-Team hat für euch eine Karte freigeschaltet, eine Aktionskarte. Das bedeutet, einer von euch, sofern ihr sie einsetzen wollt, darf in das gegnerische Haus gehen und sich einen Gegenstand, dazu keine Karte, einen Gegenstand aussuchen. Ja, zum Beispiel. Kein Problem, wir kommen alle rüber. Diese Couch ist eindeutig. Musst du mir tragen. Die ist aber nicht in euer Eigentum übergegangen, doch, oder? Doch. Die gehört nur uns. Doch. Alter! Ich hab euch da so schön in die Ritze geschissen noch. Kein Bock auf der Denzel, die Couch aufzugeben. Der war wirklich pisst. Ernsthaft? Ja. Die haben das Sofa geklaut. Ja, das ist jetzt, guck mal, wie es hier überall aussieht. Warum haben die Nüsse auf den Boden geworfen? Nein, das war, weil die dumm standen. Ach so, ja, okay. Die haben einen Moment, du das jetzt nicht verstehst, die haben was? Die Community hat eine Karte erspielt, einmal, dass sie uns ein Item aus unserem Raum klauen durften. Dann haben sie sich halt für unser Sofa entschieden. Oh Gott, sind das Wichser. Ach ja, das war geil. Den Zusammenschnitt nur von denen, wie man da drauf starten, ratlos. Okay. Ah. Da versteckt er sich, der Herr Professor. Ich habe neulich nach einem Jahr festgestellt, dass mein Bildschirm ein Touchscreen hat. Oh ja. Oh Mann, das wäre nicht oh, schön. Alles auf Neues. Simon! Nein! Oh nein! Mann. Oh nein! Was? Oh Mann, das sah so cool aus. Ich dachte, das sah ja, so mega guter Move. Weil ich es nicht gecheckt habe. Ich hab noch eine Chance. Los, komm. Alter, Simon, es ist so fantastisch. Das ist echt so gut. Müsst ihr es euch so vorstellen, wie im Apple Store, da sind so iPads, da kann man sich die verschiedenen Grassorten angucken. Beschreibungen. Mit und das Krasse ist, weiß, die sind in so kleinen Plastikbehältern, die sind wiederum angekettet, damit keiner das Gras klaut. Und die kann man dann so drehen und dann ist da eine Öffnung. Du kannst nicht reingreifen oder so, aber du kannst dran riechen. Und dann kommen die freundlichen Mitarbeiter und sagen, sure, can I help you? Und dann sagst du, ja, ja, ich hätte gerne was, was mir gute Laune macht und kreative Ideen bringt und dann am Abend aber mich ordentlich ins Bett bringt. Und dann sagt er, ja, hier, pass auf, hier ist meine Freundin. Na, das war, komm. Wenn wir es nicht gekauft haben, nur zwei. Boing. Oh. Ach nee, da komme ich ja her. Ja, naja. Ah,
Ja, aber das ist, die Steuerung ist so kacke. Wie ja, steht halt mich denn? Für Maus. Ach, come on, bitches! Das ist so gemein! Ich kann nichts machen! Wenn er oben ist, lang. So klar. Das ist so scary. Bin ich dran? Super, ich freue mich sehr. Hallo Leute, ich hab, bin der mit der Frisur und ich will jetzt eine mega geile Zahl. Oh Leute, nee. Warum denn nur eine 2? Das ist doch richtig. Mega lame. Wie schlecht ist von Mario genommen? 6. Oder eine 2 wieder, ja. Okay. Jetzt wieder eine schöne 2. Ja, come on, ey. Nadine, du bist so geil. Jetzt kriegt er sogar noch Punkte abgezogen. Irgendwie nur so was anderes da. Ey, es ist ja so lächerlich. Ey, es ist ja einfach so lächerlich. Es ist wieder nach Hause. Ganz ehrlich, das ist, wie soll ich diese Schäbigkeit in Worten haben? Krieg ich hier die 1. Da fällt die, ey, die 1. Smart, das ist so real. Und da kommt er auf die Minus 2. Das ist doch so lächerlich. Screenshots irgendwelche. Alter, nee. Ja, nee, geil, aber es ist geil. Und auch jetzt auf den Rollen. Und jetzt noch, Alter, jetzt noch jetzt eins und wieder zurück auf den Fall. Jetzt mit einer 1. Ja, Alter, das ist auch lustig. Je länger er spielt, desto weniger Punkte hat. So. Fette Punktzahl, fette Punktzahl. Vorgespult. Kingo Freund. From Nils. Hallo, Alter. Gitarre lässt sich schwerer nachmachen, finde ich, als. Aber mach mal so eine Kirchenorgel mit dem Mund nach. Was ich sagen möchte, ist, der Trant ist in diesem Spiel sozusagen Pro-Gamer. Das muss man wirklich an der Stelle sagen. Ich glaube, das ist mein Highlight-Moment 2019 gewesen. Jägerrang 800. Wie süß Trant da gleich ist. Hast du nochmal deinen Jägerrang? Das Krasse an der ganzen Geschichte ist ja, dass in dem letztes Jahr war es, kam ja noch ein anderes Monster Hunter raus für Switch, doch. Und genau. Und da hat er auch nochmal so viel Stunden. Es ist einfach. Es ist einfach Trans-Spiel, was soll man sagen? Haben so eine grobe, was so die Zeitvorstellung von vier? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich Jägerrang, ich glaube 40. Okay, wie lange und hast du hatte gespielt? Über 100 Stunden auf jeden Fall. Also das sind locker 1500 oder so. Aber es sind noch viel mehr. Der hat das ja auch mittlerweile auf Master Rank. Also es ist und es geht ja nach hinten hin. Du steigst ja dann auch nicht dauernd auf. Also du machst auch viele Sachen, die einfach gar keinen Rang bringen. Also es ist okay. schon enorm viel. Ich habe, glaube ich, in meiner gesamten Zeit bei Monster Hunter zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nie jemanden so hochleveliges gesehen. Rand hat mir gesagt, Monster Hunter wäre für ihn ein Lebensentwurf. Und er hat das ernst gemeint. Er hat das. Sweet. Spielt dieses Spiel auf einem Elite-Niveau. Und auch wenn ich mich. Und er guckt noch so super schüchtern. Ja, ja. Ich weiß nicht. Er hat anderes als Monster Hunter anscheinend. Ja, kein Leben, ey. Als sehr guten Jäger bezeichnen würde. Aber er will das ja auch nicht. Welcher Jägerrang bist du? Komm, sag's. 800. 800, Alter, was? Das ist einfach fucking crazy. 800. Hör auf. Hey, kurz mal zum Vergleich. Damit du Monster Hunter World Iceborne spielen kannst, musst du 12 sein. Hier, musst du 16. 16 ist es. Musst du das Hauptspiel 16 und Trant ist bei 800. Ich hab's ja auch gern gespielt. Ich bin 41 und ich denke, ich bin der Shit. Du bist 800. Ja, naja, aber es ist ja auch so, dass ich eigentlich das, wo machen wir eigentlich weiter? Geht's nicht um das Spiel? Es geht auch ein bisschen um dich. Da drin ist noch einer. Geh jetzt da rein, hol dir den Rucksack. Diesen hier? Nein! Okay, ich bin wieder raus. Warum schreckst du durchs Glas? Ich hab das nicht gesehen. Warum schleiche ich? Weil das durchsichtig ist. Sag, dass es da eins gibt. Ja. Der weltbeste deutsche Let's Player. Deutschlands weltbester Let's Player. Der beste. Die ersten bekommen bereits einen Hitzekoller. Anderen ist gerade das Bein gebrochen. Andere haben nur gebrochen. Könnt ihr mal alle aufhören? Ich will doch einfach nur gewinnen. Das ist viel schwerer, als man denkt. Das ist auch, glaube ich, auch das May Campbell. I can't believe it. Amazing. Ich suche etwas, aber ich habe vergessen, was ich suche. Deshalb öffne ich so lange Kisten, bis es mir wieder einfällt. Ja, die ganze Kiste. Das stimmt. Ey. Falls ihr das nicht kennt, da müssen wir. Wow! Und es bricht völliger Tumult auf dem Schiff aus. Also alle rennen quer durcheinander. Ihr werdet sofort mitgestoßen, quasi. Okay, aber dran denken, nie mehr CDU, ne? Schlechtes Boden. Boah.
Ja, 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 ist ja gut jetzt. Wieso kannst du nicht deine Schuhe binden? Ich raff das einfach nicht. Seit ich dich kenne, machst du die Schuhe nicht zu. Wer bist du denn, Oliver Twist oder was? Mach mal die scheiß Schuhe zu. Das wäre ich. Alter, wie im Winter bei minus 10 Grad lappen die da rum. Aber das ist doch so der Johnny Depp-Look. So ein bisschen. Ja, aber er ist nicht Johnny Depp. Das ist nur Depp. Das ist korrekt. Ja, die Mücken mussten sein, ne? Der Windkanal war ja nicht nervig genug. Die Mücken mussten noch sein. Die scheiß Mücken. Die verkackten Mücken. Die dummen. Da sind sie nämlich, die fucking Fledermäuse wieder. Ich springe auch noch rein. Wie so ein Mega-Idiot. Alter, wie dumm kann man denn sein? Komm doch. Nein! Mann! Ihr verfickten Fledermäuse! Also Etienne, wiederum, ich glaube dir, dass du geweint hast. Ich glaube, dass der aber du hast gesagt so Sachen wie, es ist mitnehmend und es ist emotional. Aber warum? Das hat er doch auch gesagt. Er hat gesagt, Papa, Papa, weißt der Protagonist ist, weißt der Pfeil. Ja, wenn ich gesagt der Abschlag war gesteckt, dann wär's der am Ende des Films. Wenn ich gesagt hätte, Stefan, aber er ist gesteckt, dann hätte es gegolten. Stefan kriegt den Punkt. Da kippt das Scheit. Welcher Film? Da ging es, glaube ich, um. Also, er hatte irgendwas mit König der Löwen gesagt. Was war das nochmal? Der beste. Chat weiß es bestimmt. Beste. Emotionalste Bösewicht, Moment. Oder emotionalste Moment oder was? Ich weiß es nicht mehr. Leute, ihr seht, es war ein emotionaler Moment. Die Erinnerung liegt. Weiß nicht mehr genau, was war. Ich weiß nur, dass ich recht hatte. Ich wollte nur übrigens sagen, der Best of Beans Dominik hat geschrieben, ich finde es übrigens so toll, macht richtig viel Freude. Grüße an alle und hoffentlich bis bald mal. Cool. Grüße zurück. Grüße zurück. Grüße zurück und folgt ihm alle auf allen Kanälen, The Domflu zum Beispiel, auf Instagram und natürlich auf YouTube. Bester Löwenfilm, sagt er. Sehr gut. Wiederum, ich glaube dir, dass du geweint hast. Ich glaube, dass der dann. Aber du hast gesagt, so Sachen wie, es ist mitnehmend und es ist emotional, aber warum? Das hat er doch auch gesagt. Er hat gesagt, Papa, Papa, weißt der Protagonist ist, weißt der Pfeil. Wenn ich gesagt hätte, der Abschlag steckt, dann wär's der am Ende des Films. Wenn ich gesagt hätte, aber er ist dann hätte es gegolten. Stefan kriegt den Punkt. Da kippt das Scheißschiff genau zur fickenden Fick-Fick-Fack. Okay. Ja, aber fick doch die Hölle zum Einfrieren, Kacke. God damn it, up the hell. Er sagt, das ist spannend, das ist cool. Und wenn ich das sage, kommt immer, warum? 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 Warum ist das spannend? Warum ist das cool? Frag die gleichen scheiß Fragen den Stefan. Das ist so dumm. Warum lege ich mich überhaupt mit dieser Scheiße an? Hier, zack, einfach rumlaufen. Ich spiele das jetzt hier durch wie der fucking Pro-Gamer. Es ist so schwer zu sagen. Ich habe genug Beispiele gegeben. Das kommt hier einfach nicht an. Lass den Chat entscheiden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Du niemand. Und nächstes Fabian Krane, meine Damen und Herren. Hier ist Krane. Fabian Krane, hallo. Krane, oh. Entschuldigung. Super gut, Ede. Ja, wir Level-Designer kennen uns untereinander. Und zwar hat das Gegnerteam, und jetzt haltet euch fest, euch von ihren Verbrauchspunkten Essen gekauft. Jetzt wollen sie sich reinwaschen. Auf von Team Simon. Ob ihr das annehmt, ablehnt, das entscheide ich nicht. Das für euch. Das haben wir doch Croissants, alte Brötchen. Wir haben auch genug Geld, um uns selber. Hören, was es ist. Wir wissen, dass sie die ganze Zeit die Unsympathischen sind. Und jetzt wollen sie sich noch auf der Zielgeraden reinwaschen, damit sie auch noch die Community auf ihrer Seite. Das ist widerlich, durchschaubar und ekelhaft. Fickt euch mit eurem Scheißessen, Mann! Schickt euch das Scheißessen, sonst wollen wir brauchen eure Almosen. Nicht. So nehme ich. So, ihr wollt das Essen nicht annehmen. Nur mal ganz kurz, es gibt Tiramisu und wir werden es natürlich auch Dennis verraten, dass ihr dieses Essen abgelehnt habt. Wir haben nicht mal bestellt. Der leidende Blick von Tran ist der beste. Okay, Team Captains, was ging da in euch vor? Harte Entscheidung. Naja, dieses Dennis-Argument ist tatsächlich nicht uninteressant, weil Dennis war eh schon piss den ganzen Tag, gesagt, boah, ich hab so Hunger. Und die Vorstellung, dass er vom, ich glaube, schlafen war, wenn er wiederkommt, und wir ihm sagen, du übrigens, es gab mega geiles Essen, wir haben es abgelehnt. Ich glaube, ist schon was. Ja. Schnittchen gehabt, die hatten wir nicht. Belegte Brötchen, die hatten wir nicht. Nee?
Simon, war das ein Friedensangebot oder der blanke Hohn? Nee, nee, sie hat absolut recht. Wir wollten schon, dass die am Ende einfach schlecht dastehen. Aber das Ablehnen hat es ja nur noch perfekt gemacht. Mhm. Das war halt einfach genial. Besser hätte ich es nicht planen können. Es war ja eine Lose-Lose-Situation für uns. Also vom Gegner erniedrigt zu werden oder hungern. Also es war. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir eh schon. Wir waren eh schon alle emotional so am Ende, dass es war anderen auch nicht. Das war dann auch egal. Ja. 7 Stunden verbleiben noch. Ja, kurz vorm Ende. Wollen Sie sich reinwaschen? Schade, dass ich an den Grünen geraten bin, der mit Abstand. Dieses Spiel ist so krass, war toll. Der hat sich denn da an mir gerade festgehalten? Ja, wunderbar, ja, wunderbar. Schwingen und loslassen jetzt! Gut, ist gut! Was für eine Zielgenauigkeit. Gut, wir sind auf Kurs. Gut. Schlimm. Okay, was los? Was los? Jetzt. Schöner Move. Guter Wechsel. Hammer gut. Ich bin grün, ne? Soll ich irgendwas halten? Die Schnauze. Oh, der Traktion. Sturbekrachting. Stuhlbeheizung. Guck mal, das ist doch auch ein Format für sich, oder? Niederländische Begriffe muss man raten, was sie bedeuten. Mach mal das hier, Snet. Schnellheitsbegrenzer. Tempomat. Wie Tempo ist er? Gut. Remkrachtwerdeling. Remkrachtwerdeling ist ein, wie heißt das? Airbag. Remkrachtwerdeling? Ja. Remkrachtwerdeling. Remkracht, nix. Nur zur Information, sprichst du Niederländisch oder war das einfach nur pures Rateglück? Liest natürlich. Hast man das nicht rausgehört? Hat man gemerkt. Was ist mit Gore? Gordina Airbag. Das ist nicht Airbag. Weil Airbag ist ja wohl schon Remkrachtwerdeling. Also, ich muss ein Bedrohungsszenario aufbauen. Nicht auf. Ich will mich noch rasieren, keine Sorge, ich will. Was meinst du? Ich erinnere mich an diese Szene, weil ich das Let's Play geguckt habe. Ja, berühre ich sie überhaupt? Du killst sie. Ja, aber berühre ich sie? Ich meine, hier haben wir doch ein Standbild. Ist da eigentlich noch mit drauf, die ich vorher 5-mal sag, pass auf mit dem Ding? Ja. Nicht, dass du sie tötest. Das ist, man muss für alle, die Bloodborne nicht gespielt haben, wenn die, ich weiß gar nicht, wie es in Bloodborne ist, in Demon's Souls oder so, aber da kannst du, das ist die, bei der du auflevelst. Wenn die tot ist, ist sie weg. Stimmt, ja. Aber ich glaube, in dem Fall war die eh schon am Endgame, glaube ich. Wir hatten die Waffe neu, die musste man testen. An der Frau. Ja, woran denn sonst? Okay. Gibt ja sonst keine Gegner. Nein, das war nicht mal ein Millimeter oder so. Wie? Das geht? Was? Das geht? Du kannst dich doch nicht killen. Jetzt mal mehr, sie ist doch nicht tot jetzt, oder? Bitte sag mir, kann der Chip bitte schnell sagen. In diesem Moment rasterten schon die Kommentare in meinem Kopf runter. Der wollte es ja eh nicht spielen. Ja, so, gut, dann kann ich jetzt aufhören. Ja, es war lustig. Ich bin blau. Ich bin rot. Ich bin gelb. Zusammen sind wir farbenblind. Du bist so ein Kreativloch. Alle guten Ideen fallen da rein. Jetzt. Rein. Ja. Oh! Ja! Ja! Das ist denn da doch! Das Schöne ist ja, dass du jetzt eine Stunde lang hampeln und zappeln wirst. Ja, das war das allererste Video. Ich liebe, dass jetzt immer noch auf. Ich liebe, dass ihr lauter grüne Gegenstände einfach mit der Zeit habt und immer irgendwas Komisches ausgefadet wird oder so. Anja hat mir ganz viel zum Geburtstag geschenkt. Grüne Sachen? Grüne Sachen, super. Geil. Kriegt ihr auch welche geschickt oder so? Ab und zu, ja. Auch Fischkarten und so, die ich dann immer zerpflücke, aber ist immer einen Fisch bekommen? Nee, tatsächlich ja nicht. Wow, scheiße. Oh, jetzt, nee. Leute, schickt uns keinen Fisch. Nein! Böser Simon. Leute, schickt uns keinen Fisch, auch nur bei Rocket Beans, so eine Ansage. Und ich mach nix. Ja, zweimal hintereinander getroffen. In derselben Folge? In derselben Folge zweimal getroffen. Also er hatte genau 4. Also will darüber nicht reden. Mach einfach weiter. Leute, da ist die 4! Yeah! Freunde, das gibt einen Fortnite-Dance für euch! Ist mir auch egal! Ich hab 4 Punkte, Leute! Damn, Freunde, es ist cool! Ich bin cool! Ich bin cool, Freunde! Heute bin ich gut drauf, sag ich's euch!
bei 100 Gramm sind wir hier schon mal 539. Also schon. Ja, aber guck mal, diese Produktempfehlung. Das ist ja immer so wie eine Tiefkühlpizza. Enthält 3 Portionen laut Ernährungsempfehlung. Und man denkt, ja genau, welche Captain Luftikus und Harry das Phantom, die sitzen mit am Tisch oder was? Bessere Drück. Ja, ja. Warum? Okay, dann schaue ich mich mal kurz in meinem Käfig ist, um, was da in so in deinem Käfig ist. So in Greifweite. Genau. Ein Burger. Frisches Essen. Da steht oben, was das ist. Ist das wie auf dem Bild? Ist da oben ein Nagel drin? Ich würde sagen, ja. Ist jetzt so gut, das finde ich echt gut. Also ja. Okay, dann nehme ich. Ich habe mich gefragt, ja, dieser Nagel ist. Dass man sieht, dass ich nicht bescheiße, da ist ein Nagel. Okay, es gelingt dir. Du friemelst so ein bisschen in dem Schloss rum, mhm, und nach einer Weile hörst du ein Klicken und das Schloss geht auf. Knickknack, Schloss auf. Was habt ihr erwartet? Entschuldigung, es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, jetzt sieht er, dass du außerhalb deines Käfigs bist. Oh nee! Also auch deinen Käfig schließen die wieder ab. Da sitzen jetzt 10. Also die sitzen. Also eine Stunde gespielt und wir haben original nichts erreicht. Wow. Ich grüße Colin Gable, wo ist deine Bootyman? Oh nein! 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 Das ist ja nice. Aber wisst ihr, kennt ihr einen anderen Begriff für Wichteln? Bei mir in der Grundschule hieß das Juul Club. Was war das mit Nahrungsergänzungsmitteln? Es gab so eine... Hey, ich bin sehr impulsiv zum Beispiel beim Kaufen. What? Kann irgendjemand Kranes... Was? Akustisch nicht verstanden. Ja, akustisch nicht verstanden. Kaufe, wer hätte es gedacht? Wenn ich was... Wütend! I'll take it! I'll take the fucking... Get in the fucking mouth! The shoes! Ah! Ich hasse das! Ich muss es jetzt mal durchtrennen, glaube ich. So, und jetzt gibt's einen Löffel. Ich wollte gerade sagen, nutzt doch den Ringmuskel. Aber ich... Soll mal probieren? Nee. Bist du dein Kram nicht? Nee, ich bin ja nicht bescheuert. Ich bin gespannt, ihr werdet das ganz, 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 ganz toll machen. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Mensch, da gehen sie. Das war ja das Moin Moin, wo Florentin mit einer Latte versucht hat, einen Baum einzupflanzen. Das war am Fridays for Future. Ja, der hatte die ganze Zeit so einen Baum dabei, weil das an dem Tag war, wo diesen Klimastreik so gab. Hatte das eine Holzlatte dabei. Mit einem Stück Holz. Oh Gott, sorry, Leute. Okay, wow. Sorry. Das kann man auch mal spielen, ne? Deine Holzlatte, sorry. Vielleicht kommt das noch, wenn nicht, das müsste man sich nochmal anschauen, weil er dann einfach diese Holzlatte in der Hand hat und in so einem Blumenbeet rumfuhrwerkt, um diesen Baum einzupflanzen und niemand weiß, ob es legal ist. Aber es war unser Beitrag zum Klimaschutz, fand ich schon in Ordnung, dass wir das gemacht haben. Nein. Ach, meine beiden Goldjungs, Mensch. Freut mich, dass ihr auf der Bühne seid. Ich muss gar nicht auf die Bühne, das ist egal. Ja, du kommst gleich, ich komm gleich, Leute. Ich komm gleich, ich muss das Spiel gewinnen. Was ist das denn? Leute, das waren pfiffige Ziffern. Macht's gut, haut rein und gebt nicht zu viel Geld aus. Gebt auch mal was aus für euer Herz. Gebt mal in den Wald und sammelt Pilze. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. LP-Pausen. Sagt tschüss, ich bin tschüss. Raus. Ciao. Hab euch lieb. Tschüss. Alter, ich bin reich. Ich muss nicht mehr in diesem Saftladen arbeiten. Geil, yes. Das sind Puffgeld. Alter. Au. Mal ganz kurz Werbung. Dennis macht sich ready und dann geht's hier los. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Vergesst das nicht. Wow! Ich finde es immer toll, es ist immer unerwartet, dich manchmal so zu treffen, spontan irgendwo, aber es macht immer Spaß. Und dann erleben wir immer so Sachen. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ja gut, dann Florentin, hat mich gefreut, dich zu sehen. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Hamburg. Wir haben leider keinen Platz beim Auto. Ach so. Wir sagen tschüss, an euch noch einen schönen Abend, haut rein. Ciao. Hannes out. Dominik, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Danke nochmal für die tollen Geschenke. Ja. Und du bist ein pfiffiges Kerlchen und bist sehr eine große Zukunft. Für mich. Mach's gut. Danke fürs Kommen. Grüße in die Schweiz. Ciao. Cool. So, dann. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Zünd den Knaller. Mach doch.
Tschüss. Ja, Hammer. Ich würde mir applaudieren, aber das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn wir uns selbst applaudieren. Ja, Der Applaus geht natürlich dem, Zusammenschnitt und der unfassbaren Arbeit. Ja. Jeder, der schon mal irgendwas geschnitten hat, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, das so in einer Stunde oder wie lange das jetzt war. War mehr Arbeit zu schneiden als zu machen, habe ich das Gefühl manchmal. Hat ungefähr die gleiche Zeit in Anspruch genommen. Ey. Ja. Aber ey, Dominik, vielen Dank auch für die ganzen Best-ofs. Er hat ja davor auch noch für jeden Monat eins gemacht. Also, wenn ihr sie noch nicht kennt, geht auf den Best of Beans YouTube-Channel und ich bin mir sicher, wir werden Dominik bald irgendwie noch mal wiedersehen in irgendeiner Form. Aber schon mal hier dicke Props an Dominik, ja, der das wirklich jahrelang gemacht hat. Ich weiß gar nicht, immer, wie viele Jahre. Immer gut. Jahre, ja. Also wirklich tolle Arbeit. Und ich danke kann mir so alle, die unsere Videos abgescannt haben und irgendwie immer Sachen eingeschickt haben. Oder das ist ja, hat er ja auch nicht ganz allein gemacht. Also danke an alle, die da irgendwie sich beteiligt haben. Das sind ja auch eine Menge. Es ist vor allen Dingen cool, weil wir ja so viel Content machen und man merkt es auch an den Reaktionen hier. Keiner kann alles gucken. Ja, ist unmöglich. Und deshalb ist es auch dann schön, wenn man so ein Highlight-Reel kriegt, dann sieht man doch noch mal so ein paar Sachen, die an einem irgendwie vorbeigegangen sind, die man gar nicht irgendwie vielleicht nicht mitgekriegt hat oder die man nicht so richtig einordnen konnte. Deshalb ist das eine coole Sache. Ja, genau. Also viel Liebe dafür. Das sind dann immer noch mal so ein paar vergrabene Schätze, die man selbst vielleicht gar nicht so zu Gesicht bekommen hat. Genau, das war das letzte Best-of, das er geschnitten hat fürs Erste. Also deswegen nochmal extrem vielen Dank für die ganze Arbeit. Und genau, wir nehmen ab diesem Jahr den Staffelstab auch selbst in die Hand, werden da auch einen eigenen Stil finden. Die Messlatte hängt natürlich nicht niedrig. Genau, deswegen mal schauen, genau, wie sich das dann bei uns einpendelt. Und genau, auf jeden Fall vielen Dank dafür, vielen Dank für euch, an euch fürs Zuschauen. Und genau, hoffen wir, dass sich das in ähnlicher Qualität im nächsten Jahr nochmal in genau so einer großen, schönen Runde zusammenfindet und genau, wir dann einen schönen Rückblick auf 2020 haben. Was gibt's denn jetzt noch? Jetzt kommen doch noch, gleich kommen die Anrufbeantworter. Vorher noch euer Almost Daily. Ja. Ah ja, das mit Almost Daily mit Arno und Simon, Nils und mir und danach gibt's noch Anrufbeantworter und danach gibt's sogar noch einen Schmankerl, nämlich mit Hannes, Felix und Tim. Mhm. Und zwar reden die über all die Songs, die sie so gemacht haben in der Zeit, in der sie hier sind. Das ist auch wirklich sehr lustig geworden. Also heute noch volles Programm hier zum Geburtstag, 5. Geburtstag Rockbeans TV. Ja. Will noch jemand was sagen? Nö, cool. Dann bleibt dran, habt eine gute Zeit und schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.